Das hat doch gedauert, wie immer bei neuen Seelen. Man muss sich, die müssen eingespielt werden, wie die Instrumente. Sie müssen sich einschwingen. Die Liedmusikverein ist so alt, das ist schon wie ein alter Wein. Ja. Aber dann jetzt, es ist immer besser geworden. Gute Veranlagung sieht man sofort oder hört man sofort, wenn ein Saal eine gute Ausgangsbasis hat für einen guten Klang. Das ist sofort da. Man wird zwangsläufig damit beschäftigt, weil man ja dort dann die Konzerte spielt. Und oft kommt man ja nur kurz vor dem Konzert erst hin. Ja, absolut. Aber natürlich, wenn man immer wieder in einen Saal kommt wie hier, und man kennt ihn dann schon sehr gut eigentlich, das ist ein großer Vorteil. Ich habe alles, ich hab sowohl Soli im Orchester als auch mit dem Streichquartett, als auch mit dem Solokonzert und die Konzertmeistergruppe, Sie erinnern sich. Ich habe sehr viele Klangeindrücke bekommen. Schöne Erinnerungen waren die Konzertmeistergruppe. Ah, bei den 12, Schlossen. ja, die ganze Bühne war also besetzt von bis. Und das war nicht einfach zu spielen, weil auf der Seite, der konnte den anderen nie hören. So, man hat immer nur Nachbar links und rechts gehört. Das hat aber ganz gut War das funktioniert. mit Ich weiß nur, was wir gespielt haben. Campanella, Campanella von Campanella? Paganini und Campanella. 24. Caprice auch von Paganini. Und dann war irgendwie so eine kleine Sache, irgendwas aus der Traviata, glaube ich, vielleicht. Oder noch irgend, könnte sein. Horace Ducato oder irgend sowas Ähnliches hatten wir auch gespielt. Ja, aber das war lustig. Das ist schön, dass Ja, Sie ja, sich ja. daran Das ist, erinnern. haben wir nie in Wien sowas gehabt. Das war also, Ach so, ich solche dachte. Events gibt es bei uns Ach in Wien so. leider nicht. Man spielt hier sehr gerne und man sagt, ja, das ist eine Spitzensaal einfach. Das ist immer, wenn Santoriol, ja, natürlich. Nicht Natürlich, unbekannt. 30 Jahre ist noch relativ jung und wir hoffen, dass noch eine Null daran kommen wird und dass das Publikum auch in dieser Zeit noch genauso zahlreich kommen wird.